Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Railroad hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben in den letzten Folgen hier jetzt einen Zug im Depot gelagert, wobei man hier Nahverkehrszüge und Intercity-Züge lagern kann wohl. Wir müssen die aber auch wieder rauskriegen. Ich werde es erstmal hier umbenennen, dass das hier Depot Heerstraße ist. Depot. Heerstraße. So. Ah, ich schreibe es auch mit SZ, sehr gut. Und zwar ist ja eine Straße. So. Gut. Depot Heerstraße. Straße. Das hätten wir schon mal. Wir müssten irgendeinen Vertrag haben, der quasi von der Heerstraße losgeht. Und vielleicht nach Wannsee führt. Also der da einfach rausgeht dann, ne? Und nicht zur Heerstraße hin. Also da müssen wir mal gucken, dass wir da sowas kriegen hier. Solange lehnen wir die erstmal ab hier. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt, wenn der da drinnen steht, die ganze Zeit mir irgendwelche... Oh, das ist natürlich ein guter Auftrag. Ob der mir denn die ganze Zeit irgendwie rote... Blutkörperchen hätte ich fast gesagt, aber rote Dings generiert. Das weiß ich jetzt nicht. So, wir haben ein bisschen Geld. Wir könnten theoretisch entweder das hier auf zweigleisig ausbauen, was ich gerne machen würde, damit ich dann hier noch ein paar mehr Züge sozusagen dann stapeln kann, beziehungsweise fahren lassen kann, die dann hier immer unterwegs sind. Oder wir könnten auch mal den Gesundbrunnen zweigleisig ans Komplettsystem anschließen, dass wir hier mal gucken, dass wir hier ein schönes System kriegen, wie wir den Zug quasi hier reinkriegen und wieder rumkriegen. Das sind aber größere Umbauarbeiten, die ich da vermute. Oder die denn da uns ins Haus stehen werden, denke ich mal. Ich denke mal, ich muss nämlich dann hier schon mal rausgehen, hier gerade und dann dahin. Und genauso hier so quasi die Brücke schaffen, dass wir dann hier sozusagen dann zweigleisig hochgehen. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir dann den Grunewald genauso schön noch angebunden kriegen. Und dass wir dann hier die ganzen Bahnhöfe erstmal einigermaßen zweigleisig befahren können. Hier unten haben wir auch noch keine Zweigleisigkeit, das muss ich dann hier aber schon mal mit einplanen. Das hätte ich jetzt sozusagen als Ziel erstmal, dass ich das ganz gerne machen wollen würde. Wir können jetzt erstmal die Zeit wieder vorlaufen lassen. Also auch hier müssen wir natürlich sagen, achso, das werde ich hier durchfahren, ne? Da bin ich immer noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Den würde ich mir gerne aufhalten und den machen wir weg hier. Was ist das überhaupt für ein Nahverkehrszug? Charlottenburg, abgelehnt. Habe ich nämlich noch nicht. Also doch, habe ich eigentlich. Das war doch eigentlich jener für hier. Na egal. Okay, haben wir abgelehnt. Wird sowieso wieder reinkommen. So, sind jetzt erstmal alle Züge wieder raus. Aus dem Bahnhof. Ich bin bei 60.000, bin ich mir halt eben noch nicht ganz sicher, ob die... Wo möchtest du gerne hin? Du möchtest gerne in die Heerstraße fahren. Die hier rum und auf Gleis 2 Heerstraße. Ne? Ja. Gut, dann kann ich das jetzt hier freigeben. Ab dafür. Und, du möchtest wohin? Du möchtest gerne nach Charlottenburg 2. Sehr gut. Kann er losfahren. Ja, ob mir das Geld jetzt ausreicht für diese große Bauaktion. Denn da vermute ich einfach mal, dass es noch nicht ausreichen wird für diese große Bauaktion. Aber naja, müssen wir mal. Muss ich mal mit mir ins. Halt. Muss da oben rum. So. Und du kannst in die Richtung. Da muss ich dann halt mal gucken, dass ich das hinbekomme. Aber 60.000 könnte jetzt, also ein Stück Gleis kostet, glaube ich, 8.000. Das heißt, es wären 8 Stücke Gleis, die wir jetzt legen können. Also damit kommen wir dann... Oder was kostet ein Stück Gleis? 8.000? Ne, 2.000. Ah, okay, das geht ja dann. Dann sind es ja 30 Stücke Gleis, die wir theoretisch legen könnten. Aber da müssen wir mal gucken, weil da geht... Naja, da wird einiges halt eben noch von uns verlangt. So, wenn ich jetzt hier reingehe, dann kann ich... Ja. Na gut, das muss ich. Ich muss denn hier eine Kreuzweiche haben davor, ne? Dass ich, ja. Dass ich hier den wechseln kann, damit ich dann hier auf diesen Verkehr komme. Und da reinkomme dann. Ah, das könnte interessant werden. Dann müsste ich hier, müsste ich aufsplitten, dass ich sogar hier oben wieder mit hinkomme, ne? Müssen wir sowieso nochmal gucken, dass wir dann die ganzen Weichen hier haben. Also ich möchte natürlich mit so wenig Gleisen wie möglich versuchen, so viel wie möglich zu erreichen. Das ist ein hehres Ziel, ich weiß, und aber ich hoffe, dass... Oh, hier, guck mal da. Da haben wir Nahverkehrszug mit Depot, der von der Heerstraße nach Ruhleben möchte. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Dann muss ich nämlich hier unten schon mal, dann werde ich hier unten jetzt schon mal, dann werde ich das hier versuchen, die Zweigleisigkeit bis hierhin erstmal zu realisieren, dass wir hier reinfahren können oder rausfahren können.
Okay, gut. Das, den Auftrag nehmen wir nämlich an. Dafür brauche ich das Teil. Ich brauche Gleise. Oh, Entschuldigung. Dahin. Erstmal daran. So. Nee, Geschwindigkeit ändern. So. Oh, Entschuldigung. Wirklich einen Hustenanfall hier gekriegt. Das wollte ich gar nicht. Und dann muss man das Gleis hier noch immer noch mit anbinden. Und dann können wir hier sozusagen die Kreuzweiche draufsetzen. So, und dann müssten wir ja überall hinkommen, wo wir hinwollen. Das heißt, ich kann jetzt nämlich hier den Zug aus dem Depot auf Gleis 4 setzen. Und dann kann ich dann hier quasi hier hoch, darüber, auf diesem Gleis nach Rudem reinfahren. Boah, ist nur die Frage, wann und wo, ne? Den Fahrplan. Na doch, hier bei 4 Uhr, da könnten wir das machen. Also hier könnten wir das rein mit einbauen. Dass der Zug denn hier denn von da rausfährt. Da werden wir hier wahrscheinlich schon den zweiten Zug haben. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt. Warte mal. Du. Nee. Das ist der Zug. Kann ich hier nicht im Depot sehen, was da für ein Zug drin ist? Kann ich irgendwie nicht sehen. Das muss irgendwie gehen. Doch hier, ein Nahverkehrszug. Oder wieder rein. So. Wann wollten wir das machen? Hier kommt einer an, da kommt einer an, da kommt einer an. Ja, theoretisch. Ja, ich weiß nicht, ob ich schnell genug bin, um bis dahin dann schon durch zu sein. Okay, na gut. Aber wir behalten den erstmal im Auftrag. Hier ist ein Intercity. Den können wir erstmal ablehnen. Gesundbrunn, Charlottenburg, Gesundbrunn. Da müssen wir mal gucken. 3000, das ist mir jetzt zu wenig. Nahverkehrszug. Achso, den wollen wir ja immer noch mal gucken. So, wo möchtest du gerne hin? Du möchtest nach Charlottenburg 4. Natürlich. Das wäre quasi die Strecke. Gebe ich dir frei. Ganz losfahren. So, ist hier noch irgendwo ein Zug? Nein. So, hier müssen wir die Gleise auch noch dazwischen legen. Ach, guck mal, das können wir jetzt auch finanziell schon mal leisten. Können wir hier die Gleise schon mal dazwischen legen. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken. Ach, jetzt hat die falsche Gleise mal gelegt. Hier müssen wir jetzt mal gucken, welche ich abreißen muss, damit das gut aussieht hier. Wieder die falschen Gleise genommen. Das kostet leider mehr Geld dann, ne? So. Gut, das kostet nochmal 16.000, das kostet nochmal 18.000, aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal den... Auch den Anschluss da dran. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, ob ich den Zug kann ich so rum hier nicht durchschicken. Das funktioniert ja nicht. Das, da war ja was. Das geht nicht, dass man die Gleise so umsetzen kann. Gut, dann haben wir das aber auch schon mal soweit durch. So, der Zug hat sein Gleis. Und dann müssen wir dann mal gucken. Ich muss noch mal ganz kurz zur Uhrzeit gucken, wann ich den da einplanen wollte. Hier, also 4 Uhr ungefähr, weil da ist lange Strecke nichts. Da kann ich um 3 Uhr ein bisschen was kann ich unten anfangen, den Zug hier aufs Gleis schicken und dann kann ich ihn hier hochjagen. So, jetzt haben wir den nächsten Zug hier. Du stehst schon da. Moment. Du musst da durch. Und du willst, wo willst du hin? Auch Charlottenburg 4. Kannst erstmal losfahren. Oh, da ist der nächste Zug. Wo willst du hin? Wannsee 1. Heerstraße 1, genau so. Und ein bisschen verspätet, 5000 geht noch. 500.
Oh, der kann dann da schon wieder zurückfahren. Wenn denn. Und dann dahin erst wieder zurück. Wann sie eins, okay. So, hier kommt der nächste angefahren. Der will auch. Wo will der endlich hin? Londonburg hier. Sehr gut. Kann er. Ist drin. Sehr schön. Gut. Also haben wir ein paar neue Gleise nochmal gebaut. Das ist schon mal ganz okay. Wir haben jede Menge Forschungspunkte. Da muss ich natürlich auch nochmal irgendwann zugucken, dass ich die ein bisschen loswerde. Und die sinnvoll loswerde. Ah, das sieht schon mal ganz gut aus hier. So, und jetzt sind wir bei der Zeit, wo ich den hier dann nehmen wollen würde. Ich würde jetzt ganz gerne den von Heerstraße. Nee. Heerstraße nach Wannsee ist natürlich auch gut. Aus dem Depot. Gerne auf Gleis 4. Und dann gerne auf Gleis 2 Wannsee. Oh, da oben ist ein Zug. Der steht hier so sinnlos rum. Heerstraße 2 wieder. Das ist nicht gut, wenn wir da oben Züge drin stehen lassen. So, und wo möchtest du gerne hin? Heerstraße 1. Heerstraße 1? Heerstraße 1. Da ist ja richtig was los hier in der Heerstraße, Mensch. So viele Züge zur gleichen Zeit. Na gut, sind ja auf 4 Gleise, ne? Dann können ja dann theoretisch 4 Züge auch ankommen. So. Und der macht uns jetzt einen roten mit dabei. Und das ist das Coole an der Sache. Der wird natürlich jetzt nicht das Optimale an Geld bekommen. Den müssen wir mal wenden hier bitte. Und wieder nach Charlottenburg schicken. Den müssen wir auch mal wenden und wieder hier zurückschicken. So, der müsste jetzt hier angekommen sein und da kriegen wir, ja, wir kriegen nicht viel Geld, weil wir zu langsam waren, weil unsere Gleise noch nicht voll ausgebaut sind auf der ganzen Strecke. Gerade auf dem langen Stück, dieses Gestückelte hier, das ist noch nicht ausgebaut. Das würde mir dann mehr Geld bringen, aber uns geht es mehr um die roten Loks, dass wir dann noch ein paar von kriegen, beziehungsweise wenn das hier kommt, dann ist das ja auch ganz schön. So, jetzt muss aber dann irgendwann irgendein Zug wieder kommen, der in dieses doofe Depot will. Welcher Vertrag war denn das? Weil sonst habe ich ja keinen mehr im Depot drin. Aktive Verträge. Wer will denn bitte schön in der Heerstraße von Wannsee? Heerstraße angenommen ein. Ist der das? Wannsee, Heerstraße. Kann ich jemand den Vertrag ansehen? Außer das bisschen hier? Uhr. Der muss ja auf Gleis 4 ankommen wollen. Was ist der hier? 4.10 Uhr. Heerstraße 4. Hat man den nicht? Wie spät ist denn das? Ach, das ist nicht so spät. Ah, dann kommt der jetzt hier dann hier an. Das ist ja günstig. Den könnte ich ja erstmal dann hier unten drauflegen, ne? Aber gut, das schaffst du ja die Zeit nicht, ne? Weil den habe ich mit der schnellen Strecke gemacht. Obwohl, ich kann das ja jetzt hier upgraden. Ich könnte. Das ist den und dann upgraden. Dann haben wir erst ein bisschen was abgegradet. So, du wartest hier auf Auslass zur Richtung Heerstraße. Gleis 2. Bitteschön. So, und jetzt kommt, müsste hier ein Zug kommen, der dann auf Gleis 4 möchte. Du möchtest dann jetzt hier auf Gleis 4.
Da oben kommt einer an. Wo möchte der hin? Der möchte nach Charlottenburg. Du willst dich wenden und fährst dann da wieder zurück. Das ist alles nochmal. Ich muss noch ein bisschen Geld verdienen für Autosignale. Achso, hier habe ich da nicht freigegeben, die Strecke. Muss da unbedingt noch ein paar Autosignale dazu bauen. Aber sonst, das sieht doch hübsch aus hier, oder? Was meint ihr? Ich finde, das sieht gut aus. Das sieht doch fast so aus, als wenn man das so machen könnte. So, du fährst wieder zurück. Und du fährst dann hier ins Depot raus. Upp, und dann bist du weg. Zack. Und schon ist einer wieder im Depot. Aber wir haben ja einen Vertrag, der ihn aus dem Depot wieder rausholt. Sehr gut. Also ich würde sagen, der Vertrag läuft, beziehungsweise die ganze Geschichte läuft ganz gut jetzt hier. 61 Forschungspunkte, 62 Forschungspunkte haben wir jetzt und 6 rote. Wir haben jetzt eine kontinuierliche roten Einkunft von, ich weiß gar nicht, ob der beim Reinfahren hier auch einen bringt, aber ich glaube nicht, nur den ich rausfahre, der bringt, glaube ich, was. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bedienungselement ermöglicht die automatische Zugabfertigung aus dem Depot. Das weiß ich noch nicht, ob ich das brauche. Fahrplananpassung wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Dann könnte man noch ein bisschen mehr machen. Könnte man vielleicht die Zeiten verschieben oder sowas. Vielleicht auch noch mehr Geld am besten rauskriegen. Das geht, glaube ich, nicht. Neues Bedienungselement verknüpfen der Befehle von automatischen Signalen. Nachdem man automatische Signale und Fahrstraßen erstellen kann, wird automatisch folgende automatische Signal gewählt, damit die Stelle fortgesetzt werden kann. Das klingt eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich genügend automatische Signale hätte. Habe ich ja noch nicht. Fahrstraßenspeicher, permanente Fahrstraße. Das automatische Signal stellt einen Routenbefehl bei Bedarf in der Warteschlange. Aktiviert die Schaltfläche permanente Fahrstraße im Detailfenster des Signals. Routenbefehl wird in der Warteschlange eingereiht, sodass sofort ausgeführt werden kann. Wenn sie werden so lange zurückgestellt, bis die Strecke nicht ganz frei ist. Permanente Fahrstraße. Benutze Steuerung Klick, um die Details. Also. Steuerung Klick. Kann ich hier jetzt die Steuerung Klick machen? Achso. So, der hat jetzt eine Fahrstraße, die da lang geht. Und der hat eine Fahrstraße. So, das anklicken, das anklicken, das anklicken. Anklicken, das anklicken. Dann fährt der Zug durch und dann wird automatisch... Ah ja, okay. Natürlich auch nicht schlecht, ja. Fahrstraßenspeicher. Bahnsteigzuweiser, Abfahrtsensor, Fahrstraßensensor. Das ist natürlich dann hier volle automatische Sache. Klingt gar nicht schlecht. Also Befehlskette klingt auch nicht schlecht. So, Steuerung. Fahrdienstleiter 12 Bahnhof brauchen wir erstmal noch nicht. Warten und wenden. Das könnte man noch mitnehmen. Das finde ich gar nicht schlecht, glaube ich. Und eigentlich spare ich auf Tunnel, ne? Na gut, dann sparen wir auf Tunnel, dann machen wir jetzt erstmal Tunnel, ja, weiß ich noch nicht. Ich habe eine andere Idee eigentlich, wie ich das da machen will. Und das geht, das wäre auch cool, hier verbesserte Gleise. Ich glaube, da drauf zu gehen wäre auch ganz gut. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Kostet aber auch wieder die ganze Modernisierung. Ne? Unnötig nicht, aber Unmengen an Geld. So, Stellwerk-Kontrollfläche, das lassen wir erstmal. Nee, dann... Die roten muss ich auch sparen. Also alles, was grün ist, kann ich erstmal nehmen. Hier die Befehlskette würde ich jetzt erstmal mitnehmen. Als Verbesserung. Wenn ich denn Geld habe und hier die Autosignale sozusagen verbessere. Kein Problem. Und bei der Automatisierung, hier würde ich das Warten und Wenden mal mitnehmen. Mal gucken, was das für ein Button wird und wo der denn entsteht. Und ob er das denn halt eben beim Zug, beim Einstellen des Zuges dann gleich, ne? Wenn ich jetzt hier einen Zug von Ruhlehm habe, der wieder nach Ruhlehm zurück muss, wenn der hier in die Heerstraße fährt, immer noch stolz bin fast auf diesen Aufbau hier, das finde ich echt gut. Wenn der hier in die Heerstraße reinfährt, dass er dann dementsprechend kurz warten kann. Die Sache ist die, jetzt müssten wir das hier noch ein bisschen signalisieren, obwohl das jetzt relativ kurz ist bis zu dem Tunnel, da haben wir schon Signale dazwischen. Aber hier müssen wir mal gucken, dass wir dann Autosignale mal dazwischen kriegen und hier die beiden Gleise noch dazu kaufen. Dass wir da auch noch ein bisschen mehr machen können und dann noch ein bisschen mehr Fahrzeuge auf der Strecke haben können. Und mehr Geld quasi aus diesem Stück Karte raus zu generieren. Das kann später sehr, 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 sehr komplex werden. Aber ich glaube, da muss man wirklich jetzt in so einem Bereich vielleicht die beiden Bahnhöfe noch mit dazu nehmen. Und dass man hier bis zur vollen Automatisierung spielt und dann sich ausbreitet und neue Bahnhöfe dazu holt.
und das dann aber in vollautomatischen Sinne dann hat. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.